Scheiß wohl auf. Du bist richtig ekelhaft, ey. Also wenn er dies macht, kann er mich offensichtlich auch noch treffen. Ja, das bringt es natürlich. Ich nehme mal meine Shotgun. Vielleicht bringt die ein bisschen was mehr. Kann doch nicht sein. Warum? Was ist das? Fusionsreaktor oder sowas? Ha! Ich will mir dich nochmal ein bisschen weiter angucken. Du bist richtig. Ach, du bist schon mal eine Mutationsstufe. Weiter! Du alte Drecksau. Ich glaub's ja nicht. Ich brauche Energie. Danke. Dankeschön. Oh mein Gott. Ihr seid so lieb. Naja, krieg ich nicht hin. Jein! Okay, da kommen jetzt keine Viecher raus. Das ist auch gut so. Ich habe nicht mehr so viel. Ich will deswegen auch nicht speichern, weil ich echt nicht so viel Energie habe. Ja, komm. Einmal durch. Einmal schön rein. Kurz gucken. Da ist keine Gefahr. Da oben kommt nichts. Unten. Ist auch schon wieder Feuer. Was ist das denn für eine Kacke hier? Weg damit! Ach komm! Ist nicht dein Ernst. Das waren Restbestände. Das ist mal richtig kacke. Wo muss ich denn von hier aus dann hin? Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Hoch da! Boah! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Okay, 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 ihr habt gewonnen. Hallo! Rennt doch mal einfach ins Feuer hier rein, ihr Vollidioten. Daneben! Daneben! Sogar fast ein bisschen taktisch hier, ne? So. Hallo, das war ein assreiner Headshot. Dann will ich jetzt aber auch hier. Dankeschön, okay. Gut, dann speichern wir hier mal ab, todesmutig wie wir sind. Und stellen fest, wir kommen nicht weiter. Nee. Da steht doch schon wieder. Da steht doch schon wieder Kacke. Du bist gut für einen, du bist normaler, ne? Ja, komm, dich nehmen wir so aufs Korn. Ey, guck mal, die haben ja schon Xen so ein bisschen nachgebildet, wa? Oh mein Gott, ich hab Maschinengewehr. Was bist du denn hier für ein ekelhaftes Viech? Warum kann ich dich nicht töten? Da schlüpft doch gleich irgendwas raus. Oh nein, das ist... Nee. Oh, ich mag die. Ach komm, du auch. Upp. Da steht was. Oder? Nee, ist auch nur so ein Ei. Nee, da schlüpft gleich was, ey. Das mag ich überhaupt gar nicht gut haben. Das sind alles explosive Sachen. Oh, eine Nase juckt doch. Das heißt, ich rüste einfach mal schon mal rein prophylaktisch meine Shotgun aus. Das klappt ja wunderbar. Kann ich hier rumschieben oder was? Nö. Okay. Warte mal. Ja, guck mal, dich kann ich rumschieben. Ist doch schön. Du musst irgendwie da oben an die Leiter rankommen. Der Rest kann ich ja nicht schieben, ne? Nee, geht nicht, okay. Das Einzige, was natürlich eine Möglichkeit wäre, wenn ich hier noch was Zweites schieben kann, dann kann ich natürlich zwei übereinander stellen. Wusch, tot. Alter, was mache ich denn hier mit meinem... Ich bin viel zu engagiert am Spielen. Das ist unglaublich. Komm. Ja? Da komme ich doch niemals dran. Okay. Ich brauche noch mehr Leiter. Wo kriege ich noch mehr Leiter her? Okay. Dip-di-dap-di-du. Kann ich dich denn nicht ziehen, Mensch? Wo ist denn hier noch was? Jetzt mal ohne Witz. Ja, was muss denn noch sein? Ach so. Testfire! Ah, okay. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Kann ich ja gerne machen. Fusch. Wow. Da musst du erstmal jemand nachmachen, hör mal. Nein. Du sollst nicht da. Ja, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt einmal runter. Einmal runter, okay? Nicht so weit. Ach, komm. Ja, komm. Nochmal jetzt hier. Mit Gefühl einmal. Ja. 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 Ja, okay. Ist ein bisschen nah dran, ne? Glaube ich. Ich glaube, ich sterbe. Ist irgendwas runtergefallen, ne? Ich höre doch irgendwelche Viechers. Oh mein Gott, ich will ja nicht runterfallen. Ah, okay.
Gut, was nehmen wir mal? Wir nehmen Pistole. Die ist nämlich schön auf Entfernung, nicht schlecht. Okay, du hast gewonnen. Das ist meine Nachtsicht wieder weg. Es ist richtig schlimm, ne? Man kann einfach nicht sehen. Hier. Machen wir das echt auch immer sicher. Auch wenn ich dann hinterher alle messern muss. Aber dann ist es halt so. Man sieht Counter-Strike eigentlich auch auf Opposing Force. Also hier von den Waffen her und so. Weil hier gibt es ja auch um einiges mehr an Waffen als bei Half-Life. Gut, einiges mehr. Messer, Schraubenschlüssel und die Desert Eagle. Aber wer weiß, was das Spiel noch für uns bereithält, ne? Man weiß es ja nicht. Ich komme wieder irgendwas ins Gesicht gesprungen. Ich habe richtig Bock drauf schon, ey. Nein. Da bricht doch schon wieder was zusammen. Hier ist ein Fenty-Lenty. Okay. Oh, ein automatischer Speicherpunkt. Oh mein Gott. Ich dachte, wir kommen wieder ins Freie. Wir sind jetzt in einem Höhlenkomplex. Das sieht auch wieder sehr spaßig hier aus. Oh mein Gott, viel Energie haben. Jo, pops. Das war klar. Ich frage es nur, wo... Wie bist du denn da reingekommen, sag mal? Ich will Energie haben! Mensch! Guck mal bei mir auf den Tacho, ey. 20, ist nicht viel. Mensch. Oh, mal dieses Positionieren, ne? Ja, vielen Dank, okay. Okay, dann... Boah, hier geht doch voll was ab, ey. Da hab ich jetzt schon keinen Bock drauf, ne? Hey, hallo? Hallo? Alter, das ist so schlimm. Ich bin so angespannt, ne, dass ich wirklich mein Mauspad total wegschiebe. Also mein Mauspad ist eigentlich nur so ein Tischset, ne? Damit der Tisch nicht dreckig wird und verkratzt wird. Also hier ist es natürlich auch nicht gummiert. Hören Sie, Shepard, diese Dinger, die werden uns alle umbringen. Küss mich. Dann nicht. Dann gib mir deine Munition und deine Heilung. Ich brauche dein Motorrad, deine Jacke und dein Gewehr. Oder wie auch immer das bei Terminator ging. Da ist doch was drin. Ja, da ist doch was drin. Nein. Ja, nein. Ich will doch Energie haben. Ich dachte schon, wollte gerade sagen, meine 20 war doch nicht schon immer rot. Aber klar, wenn ich Nachtsichtgerät habe, ne? Oh nein. Hallo? Hallo? Ja, ist doch gerade jemand gespawnt. Fragile. Ich brauche Energie. Oh mein Gott, dankeschön. Ist zwar nicht viel, aber ich gebe mich auch damit zufrieden. Was? Wer? Ich höre doch was. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass es bei Thief eine Stelle gab, wo ich wirklich teilweise richtig Schiss hatte? Also jetzt nicht so richtig Angst, dass ich so gedacht habe, oh. Aber da waren wir schon nicht ganz koscher. Und zwar ist man da in der Irrenanstalt und man ist eigentlich alleine. Und da passieren ja immer so ganz komische Sachen, ne? Also, das Schlimme ist, wenn man denkt, man ist alleine, Alter, was bist du denn? Wo kommst du denn her? Du bist aber auch neu, ne? Du Arsch. Voll bist du ganz schön... Oh, du Scheiße. Stark bist du auf jeden Fall. Leck mich fett. Ich finde das schlimmer, wenn man so denkt, oder wenn man weiß, okay, da ist was und das will ich jetzt haben. Finde ich nicht so schlimm, wie als wenn man denkt, okay, man ist alleine und dann erfährt, oh mein Gott, ich bin doch nicht alleine. Das war ja schon ganz schön creepy, weil der ist dann nämlich selbst ein bisschen wahnsinnig geworden. Zumindest hatte der gewisse Visionen, die darauf schließen lassen könnten, dass er auch langsam wahnsinnig wird. Und da muss man auch durch so ein Schlüsselloch gucken, ne? Und da kommt natürlich so ein Drecksviech an. Also nicht so ein Viech. Und dann sieht man da auch relativ viele entstellte Viechers, die ich jetzt nicht so... Und spucken kann er auch noch, ey. Hey! Boah, Alter, die haben aber auch ein Tempo drauf, ne? Verpiss dich. Boah, hat das jetzt funktioniert? Trotz der Entfernung. Okay. Okay, 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 okay. Hier sind auch noch welche, ne? Das weiß ich. Hallo, hallo. Hallo. Spuck mich nicht. Voll, du Sau. Okay, 5. Das ist nicht viel, soweit ich weiß. Kommen wir nur nicht wieder hier. Bombs, Bombs, Bombs.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du Arschloch! Da hat er mich aber überrascht, ne? Okay, komm, nochmal! Ich geb dich auf! Drecksviecher, ey! Gut, wir gehen aber erstmal rechts rum. Ich finde hier ganz geil, muss ich ja sagen. Finde ich auch schön, dass die hier neue Monster eingebaut haben. Das war ja so bei Blue Shift eher weniger der Fall. Dann nehmen wir mal den hier. Hallo! Was geht ab? Penner! So. Okay, sind alle. Sind nicht alle tot? Oh mein Gott, jetzt sind sie alle tot, okay. Ja, also eigentlich war wirklich dafür nicht notwendig. Aber wenn ich so einen Teil schon mal habe und mich dann auch selbst töten kann, dann mache ich das natürlich auch. Okay, da ist nochmal Energie, das ist wundervoll. Ich will auch nochmal Energie haben. Ich habe gesagt, ich würde gern nochmal Energie haben. Ah gut, Panzerung. Ist auch in Ordnung. Das ist so, na, ein bisschen offen ist das. Man kann da aber auch noch nicht durchlunzen. Hätte ich gerne gehabt. Ja gut, okay. Dann machen wir das Türchen einmal auf. Nein. Da, ich muss noch, da lebt noch einer. Oh, es ist so schwierig mit dem Ziel, ne? Und dieser übelst empfindlichen Steuerung. Da muss ich mich erstmal hart dran gewöhnen. Okay, der Rest. So, Ziggy Zack Zack. Sagt man dazu auch. Jut, jut. Das klingt doch schon mal nach einer Menge Spaß. Geburtski. Da in der LKW ist der. Oh, eine Kiste. Oh, Laserminen. Cool. Brauche ich nicht. So. Nee. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier. Guck mal, ich kann mich heilen mit dem Feuerlöscher. Schön. Da kann ich mir einen Weihnachtsmannbart mit sprühen. Ist eigentlich traurig, dass das das erste ist, was mir einfällt, was man mit dem Feuerlöscher machen kann. Ja, ich habe hier. Ups. Scheiße. Tja, das war wohl viel Energie in den Sand gesetzt. Ich rechne auch nicht, dass in so einer Kiste ein verfickter Raketenwerfer ist. Hallo? Oh, ja, egal. Was ist denn hier los? Hä? Ach, dann krieg ich das Ding nur wieder zu, oder was? Hä? Hä? Ja, guck mal, was weitergeht. Vielleicht kriege ich meine Energie nochmal irgendwie aufgeladen. Wenn ich weiter so. Oh mein Gott! Wenn ich weiter so doof bin, nicht. Na, hau ab. Guck mich doch voll, du Sack. So, tot ist er. Guckst du doof, ne? Und wie der Professor da einfach nur steht und mir zuguckt, wie ich sie fertig mache, ne? Ich bin hier hinter meinem Tisch, ne? Hier kommen sie nicht hin. Weil die KI ist nicht gut genug. Da sind Taschentücherboxen drin. Da ist ein toten Kollegen dann bloß liegen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ihr Soldaten habt den Befehl, dieses Institut zum Schlafen zu bringen oder diese üblen Aliens. Heimlich! Ach, die sehen schrecklich aus. Stillhalten, das tut kein bisschen weh. Ja, komm noch, mach das bitte nochmal. Gehen Sie vor. Warum lassen Sie mich hier? Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln. Ach, komm mal, die Schmerzen. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiterzugehen. Ja, ja. Wo der Aufzug ist hin. Oh mein Gott, so gut. Ich könnte hier mal wieder. Ups. Da! Halt dich bloß fest. Ah, wobei. Ja, muss ich nach oben oder unten? Ups. Ja gut, nach unten. Gehe ich mal von aus. Oben ist nicht mehr viel. Na, gucken wir doch mal. Hier ist noch eine Leiter. Hey! Stoß doch nicht von der Wand ab, bist du doof? Okay. Oh, Alter, ey. Ich schieb das Ding hier immer weg, ne? Wie, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber vom Grundsatz her, ne, um wieder auf ein bisschen privaten Zocken zurückzukommen. Thief ist eigentlich ganz cool, macht schon Spaß, aber teilweise echt anstrengend. Wenn man alles sucht und so, selbst suchen möchte, dann dauert das elendig lange, ey. Hab ich ja schon erzählt hier mit den 15 Stunden und ich die 26, die ich gebraucht habe, ne? Weil ich auch einfach jede Ecke durchsuchen wollte. Was ist da? Oh, es ist nass. Danke für den Hinweis, du Arsch. Ja, muss ich natürlich lang, ist ja klar. Ach, scheiße. Ja, das bestimmt, da komme ich bestimmt durch, wenn da das Fenster schwarz ist. Okay. Hui. Hui. Ja, lustig. Ich lach mich schief. Okay.
Dann müssen wir es einmal anders machen. Heia! Oh, mein Gott. Nein! Hä? Ja. Ach, mir ist doch egal. Die Kiste hat den Strom... Hier ist doch noch Wasser, oder nicht? Und mich jetzt total doof. Also es war auf jeden Fall noch glatt. Hä? Ah, ist mir auch egal. Ich mache darüber keinen Grupp mehr. Schon das zweite Mal, dass ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt Schaden bekommen. Ich muss übrigens auf Toilette, da habe ich jetzt gerade eigentlich nicht so die Lust drauf. Ah, okay, hier ist die andere Seite, wo ich herkam. Also ich muss einmal hier lang. Unglaublich, dass ich die Orientierung jetzt auf einmal hatte. War ein Ausrutscher meinerseits. Muss hier immer Tolles drin sein. Genau, Munition ist schon mal gut. Das war's? Ernsthaft? Ja, gut. Okay, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ah, das ist eine Abkürzung. Cool. Ich habe den Strom abgeschaltet offensichtlich. Nein, habe ich doch nicht. Man hört doch... Ja, und nu? Bin ich verarscht oder was? Muss jetzt wieder hoch? Ah, jetzt ist da oben der Strom aus. Guck mal einen an. Ich kletter doch eben schnell hoch. Da muss ich einfach ein kurzes Pipi-Päuschen machen. Hoi. Wie spät haben wir denn? Viertel nach sieben. Okay. Dann nehme ich doch überhaupt noch nicht lange auf. Oh mein Gott. Weil viel geschafft haben wir jetzt auch noch nicht, aber... Muss ich mich davon hochziehen lassen oder... Ach, nein, hier gab es Seile. Oh mein Gott, okay, das will ich noch machen. Hey! Einmal hochweg, bitte, bitte, bitte. Das irgendwie einmal schwingen. Da hat ja schon beim Training, habe ich ja bravourös verkackt. Oh, ist hier was? Ah, okay, nichts Schlimmes. Aber schön, wie ich im Loch gelandet bin, ne?